Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen N64-Projekt. Donald Duck Quack Attack. So heißt es. Und das will ich für euch zu 100% spielen. Der Speicherstand, der hier besteht, war nur, um zu schauen, ob hier grafisch alles passt. Scheint so zu sein. Aber wir nehmen natürlich einen anderen Speicherstand. Schau, seht ja 0,00%. Also nicht wirklich was getan. Nur die Story angeschaut, die ihr jetzt auch gleich zu sehen bekommt. Viel Spaß! Hello everyone, it's your faithful reporter Daisy here to bring you this exciting special report. I've actually found my way into the foreign kingdom of Murloc, the terrible magician. I'm going to find out what terrifying new plans he has in store for us. Teach to Murloc! He's beautiful! I can hear Murloc from where I'm standing. I'm going to try and get a closer look. It seems that Murloc is working on a really strange machine. Who's there? Danger! I'm gonna rescue her! Oh, that's my job! I'm gonna save Daisy! I'll save you, Daisy! Don't worry, Donald! Gladstone left too quickly! For now, my teleporter doesn't have enough power to reach Murloc's secret temple. You'll have to travel around the world first. Okay, da habt ihr es gehört. Dieser doofe Gustav Gans möchte hier unsere Daisy befreien, um ja, uns hier zu bevorteilen gegenüber der Lady. Aber das können wir nicht zulassen, deswegen geht's auch gleich in die erste Welt. Wenn ich herausfinde, wie es funktioniert. B. Okay. B. B, 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 B. Ihr seht, ich hab halt echt noch nicht rumprobiert. Da, 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 da. Ich hab dieses Spiel vor Ewigkeiten mal gespielt. Ah, hier ist ja einer der Jungs. Oh, hi, Onkel Donald. Was ist los? Du möchtest wissen, was diese Lampen bedeuten? Naja, wenn die gelbe Lampe leuchtet, heißt das, dass du einen Teil des Boss-Warpfelds gefunden hast. Wenn das grüne Spielzeug leuchtet, heißt das, dass du alle meine Spielzeuge in diesem Level von Murlocs Zauber befreit hast. Und wenn die blaue Lampe leuchtet, dann hast du Onkel Gustavs Rekord in diesem Level gebrochen. Hast du das verstanden, Onkel Donald? Ja, ich denke. Ach ja, eins noch. Beende alle vier Level, um das Boss-Warpfeld zu reparieren. So gelangst du zum Big Boss. Na gut. Gehen wir ins Waldgebiet. Ab ins Waldgebiet. Wir spielen die N64-Version. Ich glaube, es gibt auch eine GameCube-Version. Aber ich habe gehört, dass die N64-Version besser sein soll. Deswegen schauen wir mal. B drücken. Hallo? Komischer Computer. Ah. Hallo, Herr Duck. Mögen Sie meinen Compacto-Videomatic? Naja, geht. Er ist besonders nützlich, wenn ich im Urlaub bin. Im Urlaub, ja. Aber erlauben Sie mir, Ihnen einen Ratschlag zu geben, bevor Sie auf die Reise gehen. Besuchen Sie alle meine Compacto-Videomatics und ich gebe Ihnen bei jedem eine neue Information. Ja, okay, danke. Hier, Mr. Tutorial. Wow. Jetzt sagt er uns, wie wir springen, oder? Gott. Aber es gehört halt dazu. Weiter die Straße herunter finden Sie einige Supersterne. Sammeln Sie 100 davon ein und Sie bekommen ein extra Leben. Es gibt drei verschiedene Arten von Supersternen. Gelbe, blaue und rote. Der gelbe Stern zählt für einen Stern. Die blauen Sterne finden Sie in meinem Kickboxen. Sie zählen für 5 Sterne, aber Sie müssen sich beeilen, um sie zu fangen. Denn sie verschwinden schnell wieder. Der rote Stern zählt für unglaubliche 10 Sterne. Sammeln Sie bloß alle davon ein, Herr Duck. Okay, werde ich versuchen. Oh, jetzt bin ich gerade auf R gekommen, weiß aber noch nicht, was das heißt. Ach doch, das heißt, ob man alles hat, wie wahrscheinlich die Zeichen aussehen. Möchten Sie wissen, wie man richtig hoch springt? Oh,
Der Trick heißt Doppelsprung. Drücken Sie zuerst einmal auf den Sprungknopf, um zu springen, wenn Sie in der Luft sind, drücken Sie noch einmal auf den Sprungknopf und Sie machen einen Doppelsprung. Es ist nicht schwer. Probieren Sie es einfach. Ja, das ist nicht schwer, mein Lieber. Da hast du wohl recht. Da haben wir einen großen Stern. Da, zack. Oh, noch ist alles ganz gemütlich. Hier entlang finden Sie einige meiner Kickboxen. Ich schicke sie Ihnen, um Ihnen zu helfen. Die auf dem Boden nenne ich Hopser-Einheit. Die in der Luft Flatter-Einheit öffne sie, wenn sie an Ihnen vorbeikommen. Und Sie erhalten eine nette Überraschung. Ja, hast du im Endeffekt schon verraten, diese blauen Sterne halt, oder? So wie ich das mitgekriegt habe, und die verschwinden anscheinend nach einer Zeit. Aber das wird uns wohl im Laufe des Let's Plays wahrscheinlich noch überraschen, dass wir mal was nicht kriegen. Ich hoffe, es passiert nicht so häufig, aber anscheinend sind diese Sterne sowieso nur für Leben zuständig. Aber das sehen wir noch. Ja, Mittellinie wahrscheinlich. Hey, Herr Duck, das ist mein guter Freund Checker. Er speichert Ihren Fortschritt jedes Mal, wenn Sie die Kontrolllinie überqueren. Wenn Sie in ein Loch fallen oder umkippen, bringt Checker Sie zum letzten Linie zurück, die Sie überquert haben. Checker ist toll. Er kann ein echter Lebensretter sein. Naja, er holt uns ja, wenn wir so gesehen gestorben sind. Also rettet er unser Leben zwar nicht, aber wir sparen uns einiges am Weg. Oh, Herr Duck, möchten Sie wissen, wie Sie mit Ihren Gegnern fertig werden, die Sie auf Ihrem Weg treffen? Für einen Schnellangriff drücken Sie den Attackenknopf einmal. Für eine erweiterte Attacke halten Sie den Attackenknopf weiterhin gedrückt. Das ist ein sehr nützliches, besonders wenn Sie Super Donald sind. Oh, übrigens, Sie können sogar den berühmten Taekwondo-Tritt ausprobieren. Drücken Sie einfach den Attackenknopf, wenn Sie in der Luft sind. Das wird Ihren Gegnern das Fürchten lernen. Okay. Okay, ein Hirsch, der zu Rauch wird, und ein Stinktier, das einfach mal so zu Rauch wird. Oh Gott, ich glaube, an diese Milchshakes kann ich mich erinnern. Miam, Sie haben den Milchshake gefunden. Wenn Sie ihn aufheben, werden Sie zu Super Donald und Sie können schneller laufen als der Blitz. Außerdem hilft er Ihnen, wenn es Ihnen schlecht geht. Und vergessen Sie nicht, die kleinen Bilder von Ihnen einzusammeln. Sie erhalten so noch ein extra Leben. Okay. Zack, 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 yeah. Hau, hau. Wieder der Checker. Oh. Ja, wir wollen ja alles wissen hier im Tutorial-Level. Weiter den Weg entlang ist eines von Merlocks Zauberbüchern. Merlock benutzt diese schrecklichen Bücher, um die Spielsachen ihrer Neffen zu verzaubern. Wenn sie ein Buch berühren, wird der Zauber kurz gebrochen. Und sie haben einen kleinen Moment Zeit, die Spielsachen zu retten. Wenn sie in jedem Level alle drei Spielsachen retten können, werden ihre Neffen sie sicherlich belohnen. Ja, ich glaube, das wird dann nicht das Einfachste, immer rechtzeitig die Teile zu kriegen. Aber ich werde es natürlich versuchen, alles zu holen. Bum. Ja, okay, hier ist es halt noch einfacher. Und da sehen wir die Fragezeichen. Da sehen wir sie. Na komm. Wenigstens sieht man auch, in welcher Reihenfolge das Ganze kommt. Weil sonst könnte das doch ein bisschen komplizierter werden. Und da ist doch was. Auch ein extra Leben noch. Ich glaube, die können wir doch gut gebrauchen. Zack. Hallo Checker, der schon checkt, bevor wir überhaupt zu weit sind. Okay, ich habe gedacht, das wäre vielleicht hier unten. Schon gecheckt, schon gecheckt. Zweiter Teddy. Teddy. Und da kommt wieder der super mega tolle Donald. Donald. Ah. Na. Ja, also wie gesagt, hier ist es noch nicht so schön. Yeah. Donald macht den Popo-Wackler. Boom, boom.
Und was ist das? Ach so, das ist das Teil von der Bosswelt, genau. Okay. Okay. Und da sagt er uns jetzt wahrscheinlich, dass wir dadurch zurückkommen. Gute Arbeit, Herr Duck. Sie haben den ersten Level beendet. Von jetzt an sind Sie auf sich selbst angewiesen. Fast. Halten Sie immer nach den Hopsern und Flatterern Ausschau. Außerdem habe ich einen Heli-Transporter gebaut, der Ihnen hilft, an unzugängliche Orte zu gelangen. Nun, das war erstmal alles. Legen Sie los, Herr Duck. Daisy wartet. Ja. Wir wollen ja nicht, dass dieser Gustav ganz uns zuvorkommt hier. Das kann ja mal nicht angehen. Das kann ja überhaupt nicht angehen. Ja, die Ladesequenzen dauern manchmal ein bisschen, aber das ist so gewesen auf der N64-Version. Und ich weiß nicht, was mir jetzt hier noch fehlt. Keine Ahnung. Ich muss mir nochmal anhören, was der Typ sagt. Ah, ups, was war das? Das wollte ich nicht. Nein. Hilfe. Ich lasse dich nur vorbei. Hat das Spiel sich jetzt aufgegeben? Ich bin jetzt in eine Welt gegangen, in die ich noch gar nicht rein dürfte. Glitch oder so? Hat der nicht sagen wollen, ich lasse dich nur vorbei, wenn du alle meine Spielsachen hast? Hallo? Hallo? Ich breche jetzt hier ab, damit ihr nicht gleich den Boss seht. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, Leute. Da bin ich wieder. Das war wohl wirklich ein Glitch, denn... Ich glaube fast, unser Neffe wollte uns sagen, er lässt uns da nur rein, wenn wir seine Spielsachen gefunden haben. Weil wie ihr seht, steht er eigentlich da drauf. Na. Hi Onkel, was? Du möchtest vorbei? Ich lasse dich nur vorbei, wenn du mir einen Gefallen tust. Befreie alle meine Spielzeuge von Merlocks Zauber, dann lasse ich dich vorbei. Ja, genau das haben wir noch nicht getan. Aber, ja. Ja, was fehlt hier? Egal, gehen wir mal in das nächste Level. Gehen wir mal in das nächste Level. Ich habe gesagt, gehen wir in das nächste Level. Diese Ladezeiten sind ein bisschen nervig. Der Rest des Spiels ist cool. Bisher. Haben wir bis jetzt nur ein Level gesehen. Zackidi, zack, zack. Wow, ich glaube, diese Büsche sollte ich nicht berühren. Zack. 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 Ja, Teddy. Teddy. Gibt es eigentlich nur Teddys oder gibt es auch mal andere Spielsachen? Das ist hier die Frage. Eine sehr gute Frage. Na, Donald. Donald. Danke. So. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel wir in den Park bringen. Aber ich denke, die ersten zwei Welten kann ich schon zeigen, da die Welten jetzt ja noch nicht so lang waren. Schnell. Mach hier nicht so rum. Hol dir das Spielzeug. Lauf. Oh, danke. Denn ich denke, ohne diesen Milchshake kann man das nicht wirklich schaffen. Aber ich bin noch so seelenruhig und muss vorher mal noch den Typ besiegen. Ja, ja. Dreh dich um. Bam. Ich hoffe, ich habe bis jetzt alles. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Die Gerätschaften sind hier cool. Das sind wohl die Plattformen, die der Düsentrieb gemeint hat, mit denen wir Stellen erreichen können, die man sonst nicht erreichen kann. Die Musik finde ich auch gar nicht so schlecht. Ba-bam. Speicherpunkte gibt es ja auch relativ viele. Und das schon wieder? Okay. Ich find's geil, wie sich sein Gesicht bei den... Ja, oh, das war jetzt auch nicht... Der Popo-Wackler. Danke, Donald. Danke, Donald. Also Leben kriegt man hier
am Anfang zumindest schon noch genügend. Aber ich weiß nicht, auch nicht, wie viel der liebe Donald aushält. Es kann auch sein, dass der One-Hit-KO geht. Das weiß ich leider nicht. Aber ich denke, wir werden es noch herausfinden. Denn ich denke mal nicht, dass ich hier so ungeschoren durchkomme. Und der Popo-Wackler, danke Donald. Oh, das war zum Glück gut gelandet. Yeah! Donald fühlt sich cool. Donald fühlt sich cool. Sagt ihr eigentlich Donald oder Donald? Ja. Damit wäre auch die Welt abgeschlossen. Na gut, ich hoffe, ihr habt schon mal so einen ersten Eindruck von dem Spiel bekommen. Und ich hoffe auch, dass es euch gefällt. Ich habe Lust drauf gehabt. Ich habe das als Kind früher gespielt. Naja. Aber davon erzähle ich euch dann im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Donald Duck Quack Attack. Euer Tanuki Tank. Ciao.